Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und einen wunderschönen guten Abend bei timetodo.ch. Heute haben wir eine weitere Folge unserer beliebtesten Gesundheitsinformationssendung, denn die Resonanz ist immer unheimlich groß. Ich freue mich, dass sie den weiten Weg wieder gemacht hat, bei uns ins Studio zu kommen, in die Schweiz. Herzlich willkommen, Naturheilpraktikerin Sabine Linek und der Ludwig aus Bayern. Wir wissen nicht, ob die Verwandtschaft zum Bayernkönig besteht, aber das lassen wir mal dahingestellt sein. Herzlich willkommen im Studio, Ludwig. Sabine, es ist viel wieder passiert. Eine lange Zeit haben wir uns nicht gesehen. Du warst immer viel unterwegs, habe ich gehört. Es sind viele Projekte um dich herum. Da können wir vielleicht in einer anderen Sendung noch mal ein bisschen sprechen, finde ich aber toll. Wie ist denn die Resonanz? Wie nehmen denn die Zuschauer die Themen an, über die du hier berichtest? Also sehr gut. Also in letzter Zeit werde ich oft auf diese Sendung angesprochen. Jetzt schon fast mehr als auf die ehemaligen Fliegesendungen, muss ich jetzt so sagen. Und viele sehen die Sendung auch sehr, sehr gerne, weil das eben auch Themen sind, die Leute berühren. Und ne, wir erzählen ja doch ein bisschen was anderes, als der Mainstream das so macht. Und von daher macht mir das auch viel Spaß, auch wieder hier zu sein. Ne? Ich freue mich auch, mache das auch wirklich gerne. Das ist richtig schön. Ich durfte ja zwischendrin dich einmal in Travemünde besuchen. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt da oben uns mal überlegt, wie wir für unsere Zuschauer eine Kombination herstellen könnten. Denn wenn man in der Schweiz lebt, dann hat man natürlich Berge. Das fehlt ein bisschen an der Ostsee oben, um zu sagen, es fehlt komplett, weil da ist alles nur flach. Aber das andere ist natürlich eine ganz andere Thematik, wenn Sie am Meer stehen, das hat dann schon was. Und dieser Geruch und diese komplette Weite und Freiheit, die Sie da haben. Und plötzlich stehen Sie da und dann fährt eine Wand an Ihnen vorbei und dann ist es ein riesiges Kreuzfahrtschiff, was da gerade in den Hafen reinfährt. Also schon eine tolle Geschichte und auch eine wunderschöne Gegend natürlich, wunderbar zum Spazierengehen. Dann wissen wir ja, Seeluft für alle Leute, die... Was ist ja, Lungen- und Bronchienkrankheiten, dafür ist es ja unheimlich genau, gut. Lunge, ne? Bronchien, Asthmatiker, glaube ich, auch ganz Asthma toll. Auch. Und Sie hätten dann die Möglichkeit, Ihren Urlaub zu verbringen und während Ihrer Urlaubszeit sich über diese Sanazonbehandlung wieder in Ihren verbesserten Gesundheitszustand hineinzubegeben. Und dann kommen Sie entspannt und, wenn wir hoffen, gesund aus dem Urlaub zurück. Das wäre toll. Werde ich in den nächsten Tagen veröffentlichen und natürlich per Newsletter allen zustellen, die das wissen möchten. Ludwig, kommen wir mal zu dir. Was hat dich denn bewogen, irgendwann die Sabine Linek zu konsultieren? Ja, das hat eigentlich nicht mich bewogen. Das hat hauptsächlich eine gute Bekannte und deren Tochter, die bei der Frau Linek in Bad Griesbach dem Team beschäftigt ist. Und die haben mich so praktisch, ja, nicht überzeugt, aber die haben mich da hingebracht zu Frau Linek, dass... Haben dich genötigt, dahin zu gehen. Was wäre für mich? Ja, und dadurch, dass ich schon eine ziemliche Odyssee an ja, sogenannten alternativen Heilmethoden durchgemacht habe, war ich nicht so überzeugt davon. Aber na gut, die haben mich so quasi einfach angemeldet und so... Da gehst du jetzt mal hin und schaust da mal. Genau, und schauen wir es an. Die waren auch da überzeugt davon, dass das jetzt Zeit kommt für mich. Anschauen kann man es einmal. Gut, dann bin ich da runtergefahren nach Bad Griesbach. Sie haben immer mitgefahren, beziehungsweise Bekannte von der Ramona. Und ja, habe ich da vorstellig geworden. Ja, ich habe eigentlich nicht. Also ich dachte, da schaue ich mal, was da auf mich zukommt. Ja, und so. Und eigentlich nicht überzeugt. Und man denkt, mein Gott, das geht sich wieder aufs Selbe aus, das hilft mir halt wieder nicht. Aber gut, mach mal. Also ungläubig auch noch? Absolut, absolut, absolut. Was hast du denn? Was hat dich denn, wenn du sagst, eine Odyssee dein ganzes Leben schon, mit was für einem Krankheitsbild bist du behaftet? Wie fing die ganze Story denn an? Erzähl mal so ein bisschen zu deiner Krankheitsgeschichte. Ja, das ist bei mir mit 17,5 Jahren. Ist das losgegangen. Am Anfang war das nur, ich war Elektriker und da hat das Handgelenk geschmerzt. Und da war ich auf dem Bau gewesen und Schlitze stemmen müssen und habe auch zur Kabelverlegung. Habe ich gemeint, das ist eine Zehrung oder Sinn oder Überlastung vom Gelenk. Und gemeint, ja. Gut, dann bin ich zum Doktor gegangen, zum Hausarzt. Ja, aber dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das Rheuma ist. Ja, und dann ist das massiv
schlimmer geworden, beziehungsweise der ganze Körper hat zum Rumoren angefangen. Mit Entzündungen und so. Und dann bin ich schnell ins Krankenhaus gelandet. Wie alt warst du da? Ja, 17,5 Jahre. Weil das ist innerhalb. In einem halben Jahr hat es so sich verschlimmert? Nein, mit 17,5 Jahren hat das angefangen. Mhm. Und mit 17,5 Jahren bin ich ja da, das war innerhalb von 2 Wochen, bin ich dann schon im Krankenhaus gelandet. Ja. Und zu Untersuchungen und so und Behandlungen und was da zu machen wäre. Ja, und dann war die Diagnose schnell gestellt, also Rheuma, Gelenkrheuma, Juvenile, das heißt praktisch in jungen Jahren chronische Polyarthritis. Da möchte ich mal einhaken. Ich meine, es ist ja, ich kenne Rheuma, kenne ich eigentlich von 60, 70, 80-Jährigen, die dann sagen, oh, ich habe jetzt Rheuma. Auch kann ich mich erinnern, meine Großmutter hat irgendwann mal, da war es aber auch schon uralt drüber gesprochen, aber mit 17, wie kann man denn mit 17 Jahren, unterbrechen wir kurz mal die Geschichte, kommt es häufiger vor bei dir in der Praxis, dass mittlerweile so junge Menschen bereits rheumatische Erkrankungen haben? Ja, ich hatte sogar auch schon, meine jüngste Patientin war 3 Jahre alt mit der Diagnose Rheuma. Sie saß vor mir, ein kleines blondes Mädchen mit solchen Wangen, also Cortison im Überfluss. Und die guckte richtig traurig und sie schaut echt wie eine alte Frau aus. Also sowas gar nicht mehr wie ein Kind, ne? Und dann sagte die Mutter, ja, das Kind hat Rheuma. Und dann habe ich natürlich ins Dunkelfeld geguckt und habe mir das angeschaut. Und dieses Kind hatte Borrelien, das war also Borreliose, vor allen Dingen im Knie, das Knie tat ihr weh. Und dann habe ich eben auch gesagt, sie sollte das behandeln lassen, wir können das behandeln. Und die Mutter war auch sehr ungläubig und hat ihren Arzt eingeschaltet. Und der hat mich dann wütend angerufen, ne? Unverschämt, was ich da sagen würde, an seiner Diagnose zweifeln und so. Und dann habe ich ihn erst mal gesagt, ob er ihr nicht ein bisschen zu viel Cortison gegeben hat. Ne? Hat ja ein Cushing-Syndrom, war ja so total so das Gesicht. Aufgeblasen. Ja, dann, ne? Das geht ja auch nicht. Und dann, erst war er sauer, aber dann hat er gesagt, na gut, Frau Lienig, haben Sie damit Erfolg? Sage ich, ja, gut, dann gebe ich Ihnen dann eben die Zeit und dann machen Sie das mit der Kleinen. Und dann haben wir sie behandelt und Rheuma weg. Der hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Ne? Der Kleinen geht's gut. Also es fängt oft schon mit 3 Jahren. Wissen wir, wo dann die Ursache liegt? Ja, die Ursache sind Bakterien. Eindeutig Bakterien. Also wenn man Polyarthritis, dann denkt man ja immer an Ablagerungen. Ja, das kommt später. Das kommt dann dazu. Aber es fängt mit Entzündungen an und diese Entzündungen werden hervorgerufen, häufig durch Bakterien. Also früher ganz häufig durch Streptokokken. Heute sind noch Borrelien dazugekommen, auch Staphylokokken, wie es in seinem Fall auch war. Da waren auch diese Krankenhauskeime mit drin, wahrscheinlich auch durch die vielen Krankenhausaufenthalte. Und dann entzündet sich das richtig stark. Und durch die Entzündung, dadurch geht es dann zu. Dadurch haben wir dann diese Arthrose und Knochenfraß später und was nicht alles, weil es sich ja so kaputt entzündet. Und das Blut wird immer dicker, die Zellen können nicht mehr atmen. Das heißt also, der Schmerz wird dann auch immer mehr, wird ja nicht weniger. Das ist ganz übel. Ne? Ja, du verlierst ja übel. So brutal Lebensqualität, ja, wenn jede Bewegung, die Furchtbar. Du machst, Schmerzen verursacht. Da ist ja alles, was man so an Amüsement im Leben hat, nicht mehr möglich. Ja, mein Tanzen gehen, Kegeln gehen, was weiß ich, genau Motorrad fahren, alles. Das habe ich gemacht, genau. Ist, ja, ist ja alles weg von heute auf morgen. Absolut, die wird sukzessive immer mehr genommen. Du kannst immer weniger. Und wenn Gelenke kaputt gehen und es schleicht laufend dahin. Ja. Dann warst du also mit 17,5 dann plötzlich im Spital. Dort haben sie zu dir gesagt, ja, ist Rheuma und muss man untersuchen. Was wurde denn als Ursache genannt oder welche Behandlungen hat man dir denn empfohlen? Ursache gibt es nicht. Die Ursachenforschung muss man selber betreiben. Es wird einfach Rheuma genannt. Und ja. Behandelt worden bin ich mit Gold, das ist das Erste, was eingesetzt wird bei Rheumatik oder beziehungsweise wenn Rheuma diagnostiziert wird, ist die Goldtabletten oder dann die Goldspritzen. Und so Gold? Ist das. Gold, ja, Gold. Okay. Goldbehandlung nennt man das. Und es ist bei mir auch noch relativ schnell festgestellt worden, dass das nicht anschluckt, wie so viele Therapien oder Behandlungen. Und dann ist einfach das Nächste gemacht worden im Laufe der Jahre. Ich war dann bei verschiedenen Professoren bzw. Fachärzten für Rheuma und in den verschiedensten Krankenhäusern. Und da ist laufend oder beziehungsweise immer
Da haben was geändert, weil kein Medikament gewirkt hat. Ob das jetzt die ganzen beim Rheumatiker wieder eigentlich so äußernden eingesetzt oder beziehungsweise was, weil es gibt ja keine spezielle Medizin wie Rheumatiker irgendwie, weil das wird angewendet aus Krebsbekämpfung, Methotrexat, mehrere so. Also ein Haufen Medikamente. Medikamente oder beziehungsweise das wird als Therapie abgehandelt und dann kriegt man die verschiedensten Medikamente und ist immer fehlgeschlagen bei mir. Und dann haben wir sogar 4 Studien zur Verfügung gestellt, sind die neuesten Medikamente ausprobiert worden. Haben wir sogar in der Uni München, dass ich da zur Vorstellung und da sind die Fachärzte da und haben mich da auch begutachtet. Und es ist da nicht so viel, ich habe mir auch mehr erhofft über das Wissen, über die Krankheit, beziehungsweise was da los ist. Und man kapiert das nicht in jungen Jahren, was da mit einem vorgeht. Oder was, und es wirkt nichts oder es hilft nichts oder es gibt nichts für die. Das war das Harte. Und laufen, ja, das wirkt nicht. Oder, beziehungsweise die schluckt nicht an und so. Also das heißt, über wie viele Jahre ging dann diese Odyssee von Professor zu Professor, Klinik zu Klinik? Beziehungsweise die hat eigentlich nie aufgehört, weil immer wieder. Er ist also quasi ein Spitaltourist. Ja, oder von den verschiedensten Rheumatologen. Im Grunde, ich war, was gibt es außer Schulmedizin? Ich habe das andere auch gemacht, von Naturheilkunde. Will ich auch gleich mal drauf kommen. Das heißt, irgendwann hast du gedacht, okay, wenn die Schulmedizin mir nicht helfen kann, ich meine, natürlich dürfen wir auch nicht von den Schulmedizinern erwarten, dass sie Wunder vollbringen. Auch da gibt es Problematiken, die sie einfach nicht lösen können. Aber wie gesagt, es steht ja nicht drüber, ich bin Arzt, ich heile alle Krankheiten. Da steht ja drüber, ich bin Arzt, ich versuche ihnen zu helfen. Ganz klar. Und wenn sie mal nicht weiter weiß, brauchen wir sie auch nicht verteufeln. Aber wir sehen immer wieder, dass nicht der Schulterschluss gemacht wird zur Komplementärmedizin, zur Alternativmedizin oder zu Heilpraktikern und anderen Menschen, die durch ihre Fähigkeiten heilen können. Und da geht ein wichtiger Punkt hin, den ich immer wieder anspreche. Endlich sollte die Schulmedizin anfangen, sich mit den Alternativen zusammenzutun, einfach zum Wohle der Menschen. Da wären wir heute soweit, denn in vielen Forschungen wurde bewiesen, welche Unterschiede es gibt, wo Mittel wirken, die einfach über die Schulmedizin nicht eingesetzt werden oder nicht mehr eingesetzt werden, aber trotzdem ihre Wirkung haben. Ludwig, du hast dann irgendwann gesagt, gut, jetzt versuche ich mal alternative Methoden. Nicht so wie irgendwann, sondern das hat schon sehr früh angefangen. Man versucht da eigentlich äußern mit der Schulmedizin und mit den ganzen Hausmittelchen, die wo man so alles durchmacht, mit den verschiedensten Heilpraktiker in Anführungszeichen. Man probiert einfach alles, wo man irgendwo hört, das hat einem geholfen oder dem geht es besser oder sowas. Dann versucht man das. Hast du so ein paar Beispiele, was du probiert hast? Sehr am Anfang bei uns ein Heilpraktiker, einen älteren, und dann habe ich mit einem Schulmedizinarzt zusammengearbeitet, der wo zusätzlich die alternativen Heilmethoden angewandt hat. Mhm. Und Frequenztherapie. Hochfrequenztherapie, ganz in Österreich. Mhm. Mehr, also ich war sehr viel unterwegs auf der Suche nach irgendwas, wo man hilft. Und auch die ganzen Hausmittelchen, die es so gibt, im Lehm einschlungen oder im Quark oder irgendetwas. Es war, ich alles eingeschlagen, was es gibt. Tagelang verzeihen, was man da alles gemacht hat und so. Aber irgendwann resignierst und sagst, nichts hilft, nichts, es gibt nichts. Dann ja, gibst du nicht auf, aber. Und das war nachher, wie ich nachher zu Frau Linek da gekommen bin, auch dasselbe, die hat man nicht erwartet. Ja, praktisch mein. Entweder du resignierst oder probierst halt nochmal. Probierst mal du das? Das ist, das, ist das. Darf ich fragen, so wie alt du heute bist? Ich bin jetzt oder 54 Jahre. Also 54 Jahre, das heißt schlappe 35 Jahre quälst du dich jetzt durch die Rheuma-Story? 37 Jahre. 37 Jahre, ja, durch die gesamte Story. Man sieht an deinen Händen, auch deine Gelenke sind steif geworden jetzt mittlerweile? Ja, teilweise, ja, absolut. Gelenkszerstörungen, ja.
Also auch da weitere, sogar körperliche Einschränkungen jetzt in der Lebensqualität. Absolut, aus dieser Geschichte. Ja, künstliche Gelenke und so, das ist, gehört dazu. Ist Wahnsinn, ne? Komme ich nochmal zurück. Jetzt, wenn man das hört, 37 Jahre und wir erfahren ja auch auf der anderen Seite immer Forschung, mit allem geforscht. Ist es jetzt ein Sonderfall bei ihm oder eine Ausnahmeerscheinung, dass das so extrem belastend läuft für einen Menschen so lange Jahre? Und ich meine, wenn er sich selbst der medizinischen Forschung zur Verfügung gestellt hat, das ist ja auch ein großes Risiko. Man weiß ja nie, was man da kriegt. Aber letztendlich. Du ja hoffst, was es nicht gibt. Oder genau, der letzte Punkt war dann wahrscheinlich die Hoffnung, dass neue Entwicklungen dir eventuell helfen können. Wenn man denkt, in 10 Jahren, in 20 Jahren gibt es, selbst in 30 Jahren, irgendwann beherrschen sie die Krankheit. Irgendwann kann man mir helfen. Aber riesigen Gäste. Und dann musst du die Krankheit mal akzeptieren, und, weil sonst gehst du drauf. Ja, genau, sonst irgendwann kommt auch noch die psychische Belastung dann dazu. Das ist das größere Problem, ja. Ja. Zurückzukommen drauf. Wo liegt denn bei Rheuma das Problem, dass das nicht in den Griff zu kriegen ist? Ja, weil das hört sich so als Volkskrankheit an. Naja, das sind ja diese ständigen Entzündungen. Und die Ärzte sagen, die Entzündungen sind da, es ist also Rheuma. Aber sie gucken nicht, warum hat dieser Patient Rheuma, wo kommt es denn her? Also mit ihren Mitteln können sie das auch gar nicht. Da sind eben Bakterien am Werk, die keine Zellwände mehr haben, also zellwandfreie Formen, also durch Cortison, Antibiotikum, verändern die ihre Formen. Und unser Körper denkt, das sind gute Bakterien, ja, die muss ich beschützen. Und die gehören zu mir. Und deswegen werden sie auch gar nicht angezeigt und abgestoßen in dem Moment. Also auch bei den normalen schulmedizinischen Methoden, die sehen das gar nicht. Die sagen, nee, da sind keine akuten Streptokokken oder Staphylokokken oder gar Borrelien. Weil der Borrelientest ist ja so, Borreliose-Test, die schauen ja, ob jemand Antikörper hat. Und manche Menschen haben gar keine Antikörper. Also das heißt, da sehen sie schon mal gar nicht, dass da Entzündungen am Werk sind, dass da immer Bakterien sind. Das heißt, die Schulmedizin, die arbeitet wie immer, muss man sagen, rein symptomatisch. Also sie gehen gegen die Symptome vor. Sie geben entzündungshemmende Mittel, Schmerzmittel, und das ist es. So arbeiten sie eben. Ne? Sie gucken nicht auf die Ursache. Bei uns ist es eben immer so, wir schauen, warum hat der Patient das? Warum kommt er jetzt zu uns? Was ist die Ursache? Wie können wir die Ursache heilen? Und das war jetzt hier auch der Fall. Ich kannte ihn ja nicht, er war bei meiner Kollegin. Und die Ramona sagte mir nur, es war nach der 5. Behandlung, da stand er vorne, ne, stand da vorne am Tresen bei uns. Und darf ich sagen, wie es war? Es liefen ihm Tränen. Und ich habe gedacht, er hat jetzt die Erstverschlimmung, er hat Schmerzen. Ich wusste von der Ramona, dass er ein Rheumapatient ist. Und manchmal haben wir massive Erstverschlimmerungen, dass es dem Patienten manchmal sehr, sehr schlecht geht. Mhm. Und dann habe ich ihn angesprochen. Und habe ich gesagt, was ist denn, wie geht es Ihnen und so? Haben Sie Schmerzen? Ich glaube, ich habe gesagt, haben Sie Schmerzen? Und dann hat er gesagt, nein, eben nicht. Und das war so... Ja, das war toll. Für mich also, natürlich auch keine mehr, hat er gesagt. Ich habe keine Schmerzen mehr. Das heißt, dann kam dieser berühmte Zeitpunkt, wo man zwar innerlich resignierend, aber trotzdem gesagt hat, komm, dann fahre ich halt da auch noch mal hin in diese Praxis. Dann war ja das Erste, was in den Praxen, ich hatte ja damals das für die Zuschauer schon einmal dokumentiert, so eine Geschichte, wie das bei dir läuft. Dann weiß ich ja, man kommt hin und dann gibt es den ersten Termin mit dem berühmten Pieks in den Finger, wo dann der Blutstropfen analysiert wurde. Wie war das denn für dich, als du dann bei der Frau Linek saßt oder bei einer Kollegin bei der Kollegin und sie dann anfing, dir zu erzählen, was sie in deinem Blut sieht. Hast du dann diese Thematiken schon einmal gehört? Vorher? Nein, mit dem habe ich mich noch nie befasst. Und ja, gut, ich muss ehrlich sagen, das hat mich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht reden interessiert. Weil ich gar keine Hoffnung nur Schmerzen hat, alles schwer ist. Absolut. Die haben das Fingerpixen okay. Und noch, von der Blutuntersuchung, man glaubt, die kann mir verehrend sein. Und noch ist wieder das Zeug. Also du warst noch sehr distanziert? Absolut. Hast du gesagt, gut, okay, alles klar? Ja, gut, das lasse ich machen. Und zum Fingerpixen und die kann mir verheiratet sein oder ich kann es nicht glauben, ich weiß das nicht. Und ja, hab das noch da und hab mich aber noch entschlossen, ja, auch mit dem Hintergrund, die nicht zu enttäuschen, die mich da zu Verlehne gebracht haben. Also eher das Mädel zu erzählen, hat er gar nicht gedacht. Okay. Ja, gut, dann haben wir gedacht, jetzt machst du ein paar Behandlungen, noch ist eh gleich wieder.
aus und dann bringst du eh wieder ab oder es bringt noch nichts. Wir eigentlich bei jeder Behandlung oder was, ob das eine Schulmedizin ist oder alternativ, ist noch immer schnell wieder vorbei gewesen. Und wollte mir selber keine Hoffnung machen. Ja, gut, aber. Dann bist du auf die Liege gelegen? Ja, das war das erste Mal, ja. Das war eigentlich ganz gut so. Ja, und das zweite Mal auch noch. Und dann hat mich Frau Kurlan gefragt, wie es mir geht. Und ich hab irgendwie eine Veränderung gespürt. Aber da wollte ich nicht sagen, dass mir besser geht. Ich wollte nicht zu ihr sagen, irgendwie Hoffnung, weder mir eingestehen, noch nicht, und weder der Frau Kurland sagen, dass sie irgendwas tut bei mir, verändert was bei mir. Gut, da habe ich gesagt, ich möchte jetzt nichts sagen darüber, weil ich weiß auch nicht. Und ja, dann ist die dritte Behandlung, die vierte Behandlung. Und es wird immer besser. Oder beziehungsweise, es ändert sich jetzt. Ich kann wieder schlafen bei der Nacht, ich habe nicht Schmerzen. Ich bin normalerweise das alle Stunde oder bei jeder Bewegung im Bett drin, bin munter, wenn ich hab nicht schlafen können. Also das war für mich eigentlich die Schlimme. Es bringt nichts, wenn ich da irgendwo jammert oder was, und vor Zeit habe ich nicht schlafen gehabt. Das hilft nichts, das ist mein Problem. Und ich habe auf die Nacht ein Schmerzmittel genommen, dass sie überhaupt funktioniert hat. Dass ich überhaupt annähernd ein bisschen Ruhephase hast, ja, Entspannungsphase. Hat auch oft nichts gebracht, aber. Und auch nicht schlafen können, oder beziehungsweise durchschlafen, sowieso nie unmöglich gewesen. Ja, und jetzt hat sich da etwas verändert. Nach der vierten Behandlung, ich kann besser schlafen, oder das funktioniert. Man denkt, das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Also ungläubig auch noch. Aber denkt, der Zauber ist schnell vorbei. Ich nehme auch noch kein Tablett, kein Schmerzmittel nicht mehr ein. Dann hat sich das gleich erledigt. Es mag vielleicht sein, dass am ersten Tag ein bisschen Entzug, weil der Körper hat sich ja an die Schmerzmittel gewöhnt, das hat er jeden Tag gebraucht. Ja. Ich habe gebraucht, dass annähernd funktioniert hat. Ja, das hat sich nichts, ist gleich geblieben, ist gut gewesen. Ich habe schlafen können. Ja, und so ist das. Wie war es mit den Schmerzen? Es ist leichter oder beziehungsweise besser gewesen. Ich habe wieder Qualität gespürt oder. Ist das schon feine Sache und nicht mehr die Gefangenheit in die, durch die Gelenke, durch die Muskeln, Sehnen. Das heißt, bisher war jede Bewegung mit Schmerz verbunden, absolut. Jede Aktivität. Absolut. Und auch selbst die Nacht, die Ruhephase war nur durchzustehen mit Schmerzmitteln, dass du überhaupt schlafen konntest. An Durchschlafen war gar nicht zu denken. Also jetzt haben wir ja, wenn ich da nochmal unterbreche, jetzt haben wir ja da ein paar gravierende Punkte. Ich meine, es ist ja nicht nur das Rheuma an sich, sondern es sind ja noch ein paar Nebenerscheinungen. Wir haben jetzt gehört zum Beispiel Schmerzmittel. Wir wissen ja, wenn du lange Jahre Schmerzmittel nimmst, musst du die Dose immer hochschieben, weil irgendwann gewöhnt sich der Körper dran. Und wir haben natürlich auch auf Leber und Ähnlichem eine unglaubliche Belastung. Und jetzt kommt dazu noch natürlich der psychische Stress, der den Menschen begleitet. Du hast ja immer Sorgen, Ängste und bist ständig in einer Negativstimmung drin wegen Schmerz und kannst dich nicht gescheit bewegen. Die Ruhephase fehlt dir, das heißt, du leidest auch unter Schlafentzug. Also so ein kleines Wort Rheuma hat ja eine ganz, ganz große Konsequenz und eine irre Geschichte, wie wir jetzt gehört haben. Naja. Für Patienten oder für Zuschauer, die jetzt auch die gleichen Symptome haben oder die gleiche Thematik, gibt es nur eine Art von Rheuma oder gibt es da auch ganz unterschiedliche? Gibt es unterschiedliche Ursachen? Wie ist das denn in der Geschichte? Ja, es gibt auch unterschiedliche. Es gibt ja diesen rheumatischen Formenkreis, also Arthrose und sowas gehört auch dazu. Es gibt natürlich auch für uns einen Punkt, wenn die Knochen jetzt richtig kaputt entzündet sind, dann können wir auch nichts mehr machen. Ne? Also zum Beispiel, wenn jemand jetzt mit einer Hüftarthrose kommt und der Knochen ist richtig angefressen, Knochenfraß, dann ist das, dann können wir auch nichts mehr machen. Zauberliche andere Abteilung. Richtig, dann können wir es aber so bessern, dass wenn sie operiert werden, dann die Patienten das super gut überstehen und so. Und für die andere Hüfte tun wir dann gleich was, dass es dann nicht so wird. Aber muss ich auch sagen, ist selten. Dass wir nichts mehr tun können, ist selten. In den allermeisten Fällen können wir da immer noch helfen. Aber die Ursachen sind wirklich auch Bakterien, Übersäuerung kommt natürlich auch dazu. Und dass irgendwann das Blut so verstopft ist, die Zellen nicht mehr atmen, dass die wirklich nach Sauerstoff schreien. Und das macht den Schmerz zum Beispiel bei jeder Bewegung. Und
netterweise hat Herr Lechner mich ja auch mitgenommen jetzt, weil wir beide in Bad Griesbach waren. Und er ist ja viele Stunden Auto gefahren. Und ne, Sie sagten ja, es ging früher gar nicht so, diese Erschütterungen ging gar nicht. Und das war natürlich jetzt auch sehr schön, dass ich da mit dem Auto fahren konnte. Und das war ja früher auch nicht möglich. Also das sind dann schon, das fand ich auch sehr schön, ja. Wie wirken sich denn auf die Dauer diese Konsume von Medikamenten und Schmerzmitteln aus auf die körperliche Konstitution? Naja, schlecht natürlich. Ne? Die Leber, die wird immer schlechter. Und je schlechter die Leber arbeitet, desto schlechter kann man entgiften, immer mehr Gifte im Körper. Also da kommt ja alles dazu. Also wenn man jetzt hier nichts getan hätte, hätte es durchaus irgendwann auch nochmal zu einer Krebserkrankung sich auswachsen können. Das ist also auch sehr häufig, weil einfach die Zellen nicht mehr atmen, entstehen irgendwann auch Tumore. Ne? Also der ganze Stoffwechsel ist ja da nieder. Das also es Leben gibt dann so eine Folge, es beginnt mit der rheumatischen Erkrankung, dann über die ganzen Abläufe, die dazukommen, werden andere Organe betroffen. Wie gesagt, Lebensqualität, haben wir gerade gesagt, ist gänzlich gegen Null gehend, weil was willst du machen, wenn dir jede Bewegung Schmerz verursacht und auch dann eine gewisse Einschränkung der Beweglichkeit irgendwann da ist, dann fallen ja viele Dinge hinterunter. Jetzt gibt es ja Rheuma-Forschung, habe ich mich vorher erkundigt, es werden ja Milliarden ausgegeben seit Jahren, um das zu erforschen. Von deiner Betrachtungsweise, ist das jetzt so eine Thematik, wo wir sagen müssen, ja, ob es da jemals ein Mittel dagegen gibt oder geht man einfach der Seite hin, die man gewohnt ist und sucht weiter und man schaut nicht in andere Bereiche. Wo liegt da denn so die Lösung? Also das glaube ich. Ich kann jetzt das natürlich nicht so sagen. Ne? Ich bin ja nun kein Rheumatologe. Also ich glaube, dass man das Geld ausgibt, um Medikamente, also in der Pharmaindustrie zu schauen, ob es dann endlich mal ein Medikament dagegen gibt. Weil es ist doch immer diese Symptomenkuriererei. Also sie haben sich bis jetzt nicht gewandelt, mal nach der Ursache zu schauen. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, wir müssen auf die Thematik immer mehr achten, dass wir nach den Ursachen schauen. Und was wir tun müssen, ist immer mehr zu schauen, dass wir Verantwortung übernehmen. Weiteres nach der kurzen Pause. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. Wir sind wieder zurück nach der kurzen Werbeunterbrechung. Bei mir heute im Studio Sabine Linek und der Ludwig aus Bayern. Unser Thema heute rheumatische Erkrankungen und einen ganz schweren Fall, wie gesagt, haben wir im Studio. Ludwig, mache ich gleich mal weiter da. Jetzt waren ja diese ersten 3-4 Behandlungen. Wann war das von der Zeit her? Die erste war am 7. Januar und dann im wöchentlichen Rhythmus 2 Behandlungen. Also dieses Jahr? Ja, genau. Ja. Also sehr aktuell. Ja. Jetzt hast du ja in dieser Geschichte, in dieser 37-jährigen, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob wir die ganzen Medikamente hier auf den Tisch kriegen würden, die du jetzt schon genommen hast. Und du hattest vorhin was gesagt, dass du dich sogar zu Studienzwecken zur Verfügung gestellt hast, um neu entwickelte Medikamente zu testen, weil sie hatten ja alles durch bei dir, hat alles nichts funktioniert. Wie war denn diese Zeit? Hatten diese Medikamente irgendeine Veränderung gebracht, die du als positiv aufnehmen konntest? Ich habe mir eigentlich frei erhofft vor die neuen Medikamente, dass sich irgendwas verändert oder sich irgendwie zum Guten, zum Besseren wendet, dass die Entzündungen immer so, oder die Schmerzen reduziert werden. Aber das ist alles nicht eingetreten. Ich habe trotzdem die Schmerzmittel gebraucht und es hat sich nichts da. Und dann war stellenweise wieder mal so, dass es noch austherapiert, momentan gibt es nichts. Und dann hat es da wieder das nächste Medikament gegeben, was wir einfach wieder ausprobiert haben. Das heißt, auch während dieser ganzen Forschungs- und Studienzeit, wo du da mit involviert warst, konnte kein Medikament irgendwas an deiner Situation verbessern? Keine positive Wirkung. Andere Geschichte, wir haben eben kurz vor der Pause über diese ganzen komplexen Wirkungen, die Jahre hinweg dann eintreten, gesprochen. Wenn du aber so eine große Zahl an Tabletten und Medikamenten, wie muss ich mir das denn vorstellen täglich? Da hast du auch irgendwas erzählt in der Pause, gespritzt hast du auch noch irgendwas. Wie viele Medikamente musstest du denn nehmen und wie lief das denn?
da sind einige zusammengekommen. Ja. Ob in Tablettenform oder beziehungsweise die letzte, beziehungsweise die verschiedensten, entweder Infusionen und das später dann wurde das unter die Haut gespritzt, wo sie ja selber da hat, oder mein Bruder, der ist Krankenpfleger, der hat das auch gemacht und dann eigentlich selber daheim behandelt. Und natürlich vom Rheumatologen verschrieben gekriegt, das Medikament. Und, also es waren über die lange Zeit hinweg mehrere Medikamente gleichzeitig und Infusion? Nein, die Basistherapie ist immer nur ein Medikament hintereinander, aber das ist wieder noch, oder das Medikament wieder, wenn das nicht wirkt, abgesetzt und das nächste versucht, dass irgendwie eine Besserung eintritt und man braucht, so ist mir gesagt, man braucht irgendwas, dass man das Rheuma in den Griff kriegt, weil sonst wird sich das auf Herz und dann haben wir Herzinfarkt kriegen und so. Und die wollten mit, oder die Schulmedizin wollte, das irgendwie in den Griff kriegen, dass nicht andere. Man ist ja toll, wenn Sie sich bemühen, das zu lösen. Ja. Aber jetzt gibt es ja mit dem dauernden Medikamentenkonsum auch weitere Konsequenzen körperlicher Art. Ich habe sehr viele Berichte gelesen über Störungen, dann Verdauungsproblematik und so weiter. Haben diese ganzen Medikamenten dann bei dir Nebenwirkungen gehabt, also wo du körperliche Nachteile erleidet hast über die Dauer hinweg? Ja, schon einige. Und hauptsächlich im Magen-Darm-Trakt von Blutungen im Darm und dadurch habe ich die Rheuma-Tabletten, die Rheumamittel nicht mehr einnehmen dürfen, nur mehr Schmerzmittel, das über den Magen direkt aufgenommen wird. Praktisch die Rheuma-Schmerzmittel nicht mehr, die erst im Darm aufgelöst werden. Die hätten wir im Darm zerstört. Natürlich habe ich jetzt da wieder Tabletten einnehmen müssen, die den Darm wieder heilen sollten. Also von einem Krankheitsbild quasi ins andere hineingefallen. Ja, das ist auch schon wieder chronische Krankheit genannt worden, dass der Darm kaputt geworden ist. Ja, das ist dann auch schon wieder in den chronischen Bereich gegangen. Ja, ich habe da praktisch eine schöne Medikamentenlisten gehabt immer. Ich möchte mal zur Sabine noch mal kommen mit der Thematik. Eigentlich sollen Medikamente ja nützen oder helfen oder heilen oder die Heilung unterstützen, wie auch immer. Und was wir jetzt vom Ludwig gehört haben, ist ja da so eine Geschichte. Erstmal Medikamente, wenn ein Arzt ein Medikament verschreibt und das wirkt nicht, muss er sich ja selber mal Gedanken machen, was er jetzt dann tun könnte. Und immer mehr und dann noch versuchen und noch eins, Konsequenz, Magen-Darm-Problematik, Verdauungsproblematik. Mal grundsätzlich, kommt es häufiger vor, dass Menschen kommen, die lange Jahre viele Medikamente nehmen mussten, dass dann eine Magen-Darm-Problematik aufgetaucht ist? Ja, ganz, ganz sicher sogar. Manche nehmen ja so viel, auch ältere Menschen, ältere Patienten, so 13 bis 15 Medikamente am Tag, dass ich manchmal sage, und was essen Sie noch? So, ja. Also es ist ja nicht witzig, aber es ist wirklich oft so. Und natürlich haben die dann, wenn die Leber nicht mehr gut arbeitet, wird die Galle ja nicht mehr so produziert, dann können sie nicht mehr so zur Toilette, haben die Probleme damit, ganz klar. Ganz klar. Es hat alles also ist immer eine Belastung, wenn man über Jahre hinweg Medikamente nehmen muss, ja, dass irgendwann das ausschlägt und die Verdauung da groß drunter leidet. Und jetzt wissen wir ja, wie wichtig Verdauung ist, wie wichtig es ist, dass der Körper Nährstoffe, die er braucht zum Funktionieren, aufnehmen kann. Das heißt, er muss jetzt darf er ja die Rheuma-Medikamente nicht mehr nehmen. Deswegen wurde dann gespritzt irgendwann wahrscheinlich oder Infusionen genommen. Zuerst Infusionen und dann ist dieses Spritze am Markt gekommen, ja. Und dann als Spritze. Und jetzt wird noch zusätzlich behandelt die Magen- und Darmerkrankung? Ja, einen guten Bluthochdruck, das glaube ich ist doch fast normal. Oder das hat sich dazu gesellt. Ja, und massiv Herpes, die Nebenwirkung von der Basistherapie, wenn sie da angesammelt hat, dann durch die Unterarm-G-Stützen, mit denen man gelaufen bin, massive Entzündungen an die Auflageflächen von den Gehhilfen, Wundestellen und ja. Das reicht ja eigentlich auch. Die wahrscheinlich ja, auch schlecht heilen. Schlechte Durchblutung, genau, so größtenteils. Ist es. Ja, von den Füßen. Dicke Sprunggelenke, sehr schmerzhafte Sprunggelenke.
weil die sind noch die meinen, die sind keine künstlichen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ne? Ja. Ja. Oder beziehungsweise Gewachsene. Und ja, und es hat, wir haben sogar die künstlichen Gelenke Schmerzen bereitet. Das ist das Komische gewesen. Ein künstliches Gelenk, das haben ich mein Mann, das aus Stahl, aus Chirurgenstahl, ja, ne? Das ist so eine Edelstahlgeschichte da. Titan oft, ne? Das hat geschmerzt da unter der Kniescheibe oder sowas. Und das, die Muskeln, die Sehnen, die Bänder, ja, es war alles wie verklebt. Gefangen der Körper. Ja. Und es ist. Ja. So, dann sprechen wir jetzt mal über die Ergebnisse. Wie viele Behandlungen bei der Sabine Linek hast du mittlerweile schon machen lassen? Ja, 10 Behandlungen. Dann haben wir mal geschaut oder das Blutbild angeschaut. Da habe ich jetzt dann ganz gut aufgepasst, weil was mir die Frau Kurland da über mein Blut verzeiht hat. Ja, und das ist eigentlich ganz positiv rübergekommen, dass eigentlich so ganzen Bakterien und Viren und alles, was ich da in meinem Blut drin gehabt habe, eigentlich raus ist und so, und dass das wieder. Genau. Und mir ist merklich besser gegangen, merklich oder beziehungsweise eher sichtbar. Ich hab, natürlich kann man die kaputten Gelenke ja nicht mehr einmachen, aber die Wunder Lebensqualität ist eine andere Abteilung, ne? Ja. Ganz genau, ja. Und das leicht mir ein. Aber die Lebensqualität oder beziehungsweise ich brauche eigentlich bei auf Ebene Pflege kein Gel mehr. Das ist also das ist schon mal eine große Erleichterung, absolut, dass du wieder dich bewegen kannst. Von der Bewegung, ja. Wie ist es mit den Schmerzen? Das ist der Hauptgrund. Sehr viel besser, also praktisch. Dass die kaputten Gelenke irgendwie morgens beim Aufstehen noch ein bisschen rumoren und so, ja, dann kann man leben. Aber der Schmerz oder der ständige Schmerz ist weg. Das ist komisch. Auch sämtliche Hautveränderungen, beziehungsweise die offenen Stellen von den Gehhilfen ist wunderbar abgeheilt. Ich habe die 3 Monate kein Herpes nicht mehr. Da habe ich ständig mit ihrer Behandlung Herpes, Nase, Mund, Herpes gehabt. Und nichts mehr, beziehungsweise momentan nicht, ich weiß nicht, wie lange das die Arbeit von allen. Das ist schon heilend. Aus seiner langen Erfahrung der Negativresultate ist der etwas geprägt, ganz klar. Wie gesagt, in die Zukunft schauen können wir nicht. Aber wir wissen ja aus anderen Patienten, die in der Naturheilpraxis waren, wo die Sanation-Therapie angewendet wird, dass die über lange Jahre hinweg dann alles im Griff hatten. Selbst ich kenne das ja und habe gesagt, du, einmal im Jahr komme ich und lass immer mal wieder nachschauen, weil es ist einfach so, ich habe Dinge erfahren damals an meinem Bluttropfen, die konnte sie nicht wissen, wir haben nicht gesprochen und ich überprüfe die Dinge selbst, bin ich verantwortlich für die Zuschauer, dass sie auch eine wahrhaftige Information erhalten und da habe ich einfach gesehen, wie das ist und auch bei mir waren ja diese Borrelien zwar Gott sei Dank relativ wenige, weil mich auch im Sommer beim Rasenmähen eine Zecke erwischt hatte. Dann haben wir heute gehört, dass es sogar durch Stechmücken mittlerweile übertragen wird. Also wir können uns davor gar nicht mehr schützen. Unsere Kinder sowieso nicht, die im Sommer überall draußen rumrennen. Wenn wir nochmal so auf eine Tabelle gehen würden, wo 100% Schmerz ist, und wo würdest du sagen, befindest du dich heute? Von 100% ganz schlecht bis 0 gar keinen mehr? 0. Ja, aber geh nimm das Schmerzschema, wenn es da schlecht geht oder sogar dreckig. Und da sagen wir, da haben wir schon sehr weit herunten, also unter 10%. Unter 10? Wow. Also das ist eine Riesenerleichterung. Das habe ich nie erleben können zuvor. Ich weiß nicht, heute ist noch oder ist. Also, ist immer noch skeptisch. Immer noch, wie gesagt, du wachst 30 Jahre. Wachst du auf in der Früh, hast verdammte Schmerzen. Und plötzlich ist es viel leichter. Und jetzt mache ich schon jeden Morgen, bis der Schmerz wieder kommt. Nein, ich kann dich verstehen. Aus dem Leben heraus gar nicht anders zu machen. Aber ich sage den Menschen immer: Jetzt müsst ihr anfangen, mit eurem Geist eure Welt zu schaffen. Also beim ins Bett gehen, dir immer wieder sagen, und morgen früh wache ich schmerzfrei auf. Ganz wichtig, dass wir unseren Geist, weil die Materie wird von unserem Geist beherrscht. Und wenn wir natürlich zweifeln, sage ich immer, kann das Universum uns nicht helfen, weil es weiß ja nicht, was machen. Zu zweifeln heißt ja immer, mache ich das? Also
Gott vertrauen, Sabine Lienegg vertrauen und wie gesagt, mit das Ganze durchzustehen sein. Ich meine, diese Veränderung von vorher zu jetzt war ja schon ein Quantensprung, war das ja, in dieser ganzen Thematik über diese langen Jahre hinweg. Aber jetzt wollen wir noch mal ein bisschen in das Thema Rheuma einsteigen. Ja, gerne. Erstens, gibt es nur eine Art, ist Rheuma Rheuma oder gibt es da ganz unterschiedliche rheumatische Erkrankungen? Es gibt unterschiedliche rheumatische Erkrankungen. Es gibt ja auch dieses Muskelrheuma, Weichteilrheuma. Und da sehe ich also ganz häufig, dass da immer Borrelien in die Muskulatur reingegangen sind, auch ins Bindegewebe. Sie gehen auch in die Sehnen, entzünden das und es wird doch alles so hart und nicht mehr elastisch. Ne? Die Sehnen können nicht mehr gedehnt werden. Und das ist ja dann auch eine Art von Rheuma, aber auch durch Bakterien hervorgerufen. Ne? Zum Beispiel auch oder durch Verletzungen. Da fällt mir jetzt ein ganz, ganz toller Fall ein. Gerade was Heilung angeht, egal wie alt ein Mensch ist. Also ich habe eine Patientin, mit der ich mittlerweile befreundet bin, aus Italien. Die ist 87 Jahre alt jetzt. Wow. Und die ist seit zehn Jahren kenne ich sie. Und als sie das erste Mal zu mir kam, hatte sie auch Rheuma, aber auch ganz, ganz heftig. Sie konnte echt auch nur so ein paar Schritte gehen. Sie war Leistungssportlerin, also sie war beim Reiten, sie war Skifahren und Wasserskiläuferin mit Salto Mortale und allem drum und dran. Oh. Deswegen hatte sie viele Verletzungen. So, und in diesen Verletzungen waren Borrelien. Das heißt also, sie hatte Knieschmerzen, die Füße taten weh, die Finger, die Schultern, also eigentlich ihr ganzer Körper. Wenn ich mit ihr so gegangen bin, also es war auf Krücken und so, es ging also wirklich sehr, sehr schlecht. Und neulich, es ist noch gar nicht so lange her, so 3 Monate oder so, rief sie mich an und dann sagt sie, ja, sie hat so ein dickes Bein und sie kommt mich mal wieder besuchen. So, und dann habe ich ihr Blut angeschaut. Es war top, die Frau ist 87, hat nur ein dickes Bein, weil sie da auch einen kleinen Insektenstich hatte. Also wenn man gleich was macht, geht das ja auch sehr schnell weg. Und dann habe ich sie gefragt, und was machen deine Gelenkschmerzen? Und sie, Gelenkschmerzen? Was für Gelenkschmerzen? Und das mit 87. Und die hat auch jahrzehntelang Probleme gehabt. Allein durch diese vielen Verletzungen da, wo die ganzen Viecher reingegangen sind. Ne? Also man sieht wieder, dass das Blut nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ganz wichtig. Auch da nochmal ein Hinweis für die Zuschauer, die sich interessieren und vielleicht mehr Information haben wollen. Es gibt in den Praxen von der Sabine Lienegg sowohl ein Buch mit dem Titel Und dein Blut lügt nicht. Genau, dein Blut lügt nicht. Und es gibt einen Video ebenfalls, wo man über DVD sich Informationen anschauen kann. Das können Sie gerne über die eingeblendeten Rufnummern oder die Zuschauer, die Möglichkeit haben, über das Internet in unseren Shop zu gehen. Dort finden Sie auch sowohl das Buch als auch die DVD. Ganz wichtig, informieren Sie sich, denn das Blut ist unser Lebenssaft. Viele, die ein bisschen aus anderer Richtung an die Sache herangehen, sagen ja sogar, die Seele sitzt im Blut. Und also ein ganz wichtiger Saft. Und da geht es nicht darum zu schauen, ob die roten und die weißen Blutkörperchen oder die Leukozyten die richtige Anzahl haben. Das ist die eine Betrachtungsweise. Aber es gibt viele Betrachtungsweisen. Und wenn wir umfassend unser Blut analysieren lassen und zum Beispiel über die Methode, die Sabine Lienegg so perfektioniert hat, über ihre über 20-jährige Praxiserfahrung, dann haben sie natürlich Aussagen, mit denen man was anfangen kann. Und keiner kommt ja in eine Praxis und sagt, guten Tag, ich bin gesund. Dann sagt ja der Gegenüber, ja, wollen Sie mir die Zeit stehlen? Also es geht ja darum, wir haben ja alle irgendwas, wenn wir dann einen medizinisch Kundigen aufsuchen. Und da geht es doch darum, dann klar zu sehen, jetzt habe ich jahrelang das gemacht und jetzt schaue ich mir die Alternative an. Und wenn die Alternative für mich eine Hilfe ist, dann wäre es ja fatal, sie nicht zu nutzen. Und nochmal meine Bitte an alle Schulmediziner, immer mehr die Thematiken, und Sabine hat ja auch viele Ärzte, die bereits mit ihr zusammenarbeiten, also die erkannt haben, dass diese Kombination der Behandlungen sehr, sehr gut wirkt für die Patienten. Und da ist es ja eine tolle Geschichte, liebe Zuschauer, wenn Sie diese Kombination nutzen können. Und wie gesagt, es geht nicht darum, etwas zu verteufeln. Es geht immer wieder darum, zu schauen, wenn es auf dem einen Weg nicht geht, dann gibt es alternative Wege für alle, die das nicht wissen, die aus Deutschland oder einem anderen Land zuschauen. In der Schweiz gibt es eine gesetzliche Regelung, die per Volksabstimmung gemacht wurde, dass die komplementär- bzw. alternativmedizinischen Anwendungen genauso von den Kassen übernommen werden wie die schulmedizinischen. Das war ein Riesenfortschritt. Leider
wurde da in den Medien in der EU nicht oder ganz wenig nur darüber berichtet, dass die meisten Menschen das gar nicht wissen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man auch alternative Behandlungen in der Schweiz ganz normal macht. Auch hier gibt es viele, viele Praxen. Nur eine fehlt uns noch, aber da reden wir anders mal drüber. Ludwig, wenn das jetzt so weitergeht, das heißt, wie ist die weitere Behandlung vorgesehen? Also ich weiß nicht, sind jetzt 10 oder 15? 10 habe ich dann gemacht gehabt, ja. Und dann ist das Blut wieder untersucht worden. Ja. Und ja, das ist recht positiv aufgefallen. Und wenn man das so gut da hat, beziehungsweise die Frau Kohland auch gemeint hat, dass noch weitere 5 waren ganz genau. Gut, da hat man ganz gut, habe ich natürlich gerne angenommen. Ja. Und mir hat das einfach gut da. Ja. Und schauen wir mal, wie die geht es weiter? Ist. Also weil es ja so ein schlimmer Fall ist, wäre es gut, wenn er jetzt alle 2 bis 3 Monate immer mal zu einer Auffrischung kommt. Dass er immer nur eine einzige Behandlung, sodass das Blut schön in Fluss bleibt. Wenn noch irgendwo Bakterien rauskommen, dass wir die dann gleich abtöten. Und das hat sich so herauskristallisiert, gerade bei sehr chronischen, langwierigen Erkrankungen, dass es im ersten Jahr sehr gut ist. Meistens ist es danach so gut, dass man diese Auffrischungen gar nicht mehr braucht. Aber dann wäre er auf der sicheren Seite. Und dann noch so eine jährliche Geschichte auch. Vielleicht braucht er es gar nicht, auch möglich, aber um ganz sicher zu gehen, also auch von meinem Bauchgefühl würde ich sagen, das wäre gut die erste Zeit. Also ich glaube, nach 37 Jahren Odyssee hängt ihr das eine Jahr hin und schauen mal, was da passiert. Ja, ja. Kannst du körperlich spüren, dass deine Beweglichkeit sich wieder verbessert? Absolut, absolut, ja. Natürlich, also, kann meine kaputten Gelenke, die kann man nicht mehr hersitzen. Aber von schmerzmäßig, von der Lebensqualität, das ist eine ganz andere. Das ist kommt auch wieder aus dem Bett, ne? Wenn so ein Bett so niedrig war, dann kann man nicht mal aus dem Bett raus. Ne? Das ist auch nicht. Hast du ja einen aufstehen gekonnt, da musste dir jemand helfen, wieder rauszukommen aus dem Bett. In der Morgen, da habe ich 2 Krücken gebracht, dass ich aufstehe ob Kinder. Zum Bad oder Toilette. Okay. Das geht wieder. Nochmal zu den rheumatischen Erkrankungen. Jetzt viele Zuschauer, die da auch betroffen sind oder in ihrem Umfeld, Freunde, Familie, jemand haben, der mit so einer Krankheit behaftet ist. Erstens mal, wie zeigt sich Rheuma? Naja, Schmerzen natürlich als erstes. Grundthema ist, es tut mir irgendwo weh. Es fängt eigentlich mit Schmerzen an. Also das sind ja Schmerzen hauptsächlich, ja. Natürlich. Die, wo man keinen Grund dafür sieht, weil man sich weder überbelastet hat noch sonst irgendwas, plötzlich beginnt das weh zu tun, an Teilen. Genau. Was wäre die erste Geschichte, die ich tun soll, wenn ich plötzlich Schmerzen spüre am Körper, die ich mir nicht erklären kann? Also wäre schon gut, wenn wir da ins Dunkelfeld gucken, denn je früher ein Patient kommt, desto schneller ist die Krankheit behoben. Dann sind manchmal nur 10 Behandlungen oder 15, dann muss man gar keine Nachbehandlungen mehr machen, weil es ist ja erst alles ganz, ganz, ganz kurzfristig da. Und wir haben aber auch manchmal Patienten, das muss ich auch jetzt zum Rheuma sagen, die also hauptsächlich durch Borreliose erkrankt sind, wo das so sehr ins Innere reingegangen ist. Sehnen, Nerven, Bindegewebe, Muskulatur. Und da haben wir manchmal leider Patienten, die ungeduldig sind, die meinen, ja, mit 15 muss alles gut sein. Und manche haben nach 15 Behandlungen noch Schmerzen, weil sie immer noch Millionen von Borrelien haben. Manche haben Milliarden davon. Also es ist unglaublich, was wir schon an Borrelien in unserem Dunkelfeld gesehen haben. Und dann sage ich immer, weil ich bin ja auch wirklich ehrlich zu den Patienten. Wenn die schon 40, 50 Jahre Borreliose haben, dann kriegen wir das eben nicht gleich mit 15 Behandlungen weg, weil die sind im Inneren und die kommen immer alle 4 Wochen raus. Das ist diese Herxheimer-Reaktion. Ach was, alle 4 Wochen haben die Ausgang? Ja, ja. Das ist auch bekannt, auch im Medizinischen, das heißt Herxheimer-Reaktion. Die merken dann wieder so ihre Symptome. Die sind abgeschwächt, natürlich, weil das Blut besser ist. Sie haben dann auch weniger Borrelien. Aber es kann unter Umständen dann noch ziemlich lange dauern. Also ich sage dann auch immer Auffrischung, alle 2 bis 3 Monate, dass wir die rausgekrabbelt sind, dass wir die wieder abtöten. Und damit fahren wir sehr gut. Und ich hatte auch eine Patientin, die 50 Jahre Borreliose hatte. 50 Jahre, die wusste es, 50 Jahre. Und da hat es so 3 Jahre gedauert, bis sie ganz weg war davon. Aber nach 2 Jahren ging es ja schon besser, deswegen ist sie dabei geblieben. Mhm. Das heißt, in deinen Praxen sind diese Fälle nicht Einzelfälle, sondern rheumatische Erkrankungen, du hast vorhin noch ein Wort Weichteilrheuma. Weichteilrheuma, ja, das sind ja alles Begriffe aus der Schulmedizin. Ne? Das ist eben, wenn Muskulatur. Wo ist der Unterschied zwischen
normalen und im Weichteilräumer? Ja, die machen da schon Unterschiede. Ich weiß nicht, ob sie das auch mit den Mitteln machen, aber wie gesagt, mich interessiert immer nicht der Name der Krankheit, sondern wir gucken immer, wo kommt wie das Ganze her. Wie man sie in den Griff bringen kann und wo sie herkommt. Ganz genau, das ist es eben immer. Wie groß spielt Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme bei rheumatischen Erkrankungen eine Rolle? Ist auch wichtig, weil wenn man sehr viel Schweinefleisch zum Beispiel isst, das macht ja Entzündungen, das weiß man ja. Also das wäre für einen Rheumatiker überhaupt nicht empfehlenswert. Ne? Viel Wasser zu trinken, gutes Wasser natürlich, damit alles rausgespült wird. Und auch wenn das Blut jetzt gut ist, wäre es auch schön, von der Ernährung das zu unterstützen, gutes Wasser zu trinken und so weiter. Das wäre schon sehr, sehr gut. Also gerade die Dinge, diese Ablagerungen, man sagt ja, Eiweiß verursacht viele Ablagerungen ja, und so. Genau. Fett verursacht viele Ablagerungen. Also die Qualität der Nahrungsmittel auf jeden Fall. Schlechtes Fett, sagen wir mal. Es gibt sehr, sehr gute Fette. Genau. Ja, sehr gute Fette. Also das Fett ganz zu verteufeln wäre auch verkehrt. Mhm. Es gibt gute Fette wie Olivenöl, Kokosfett und diese Sachen, die sind sogar sehr, sehr gut. Ne? Die sind wirklich gut. Und dass man eben auf die Ernährung achtet, dass sie gesund ist hauptsächlich. Kein Schweinebraten jeden Tag auf dem Tisch, das wäre wirklich kontraproduktiv. Denn dann könnte sich wieder, obwohl keine Bakterien sind, einfach die Knochen dann wieder entzünden, weil es macht einfach Entzündungen. Ne? Mhm. Auch wie ist das Thema Kochsalz, weißer Zucker? Ja, das ist natürlich auch nicht gut, das weiß man ja. Also zu viel Salz macht auch den hohen Blutdruck häufig. Also da gibt es ja heute tolle Alternativen, ne? Dieses wunderbare Himalaya-Salz und Steinsalz. Und auch bei Zucker. Es gibt tolle Möglichkeiten. Bei Zucker, ich bin jetzt ja auf diesen Birkenzucker neulich gestoßen, weil ich trinke gerne auch mal so 2-3 kleine Tassen Kaffee am Tag. Und ich mag es eben mit Zucker. Und normalen Zucker mag ich natürlich auch nicht mehr so gern. Jetzt habe ich den Birkenzucker da entdeckt. Tolle Alternative. Ganz toll. Schmeckt gut und man tut sich was Gutes. Also gut. Alternative achten auch, wie ist es bei dir ernährungsmäßig? Bist du eher der Fleischesser oder bist du eher der, der sich ausgewogen ernährt? Das glaube ich schon in der ausgewogen, weil ich habe hab praktisch eigentlich alles da versucht. Ich war in der Naturheilbehandlung in der Rheumatologie, das ist im Krankenhaus, das war so Fachrichtung Naturheilkundliche. Da ist die ganze chinesische Medizin durchgemacht worden bei mir. Und mit Tees und dann Heilfasten und was man halt alles anderen so. Auch in der Richtung hast du aktiv absolut gearbeitet? Massiv, ja. Absolut. Also alles habe ich TCM gehört, Heilfasten. Nicht geholfen, also, ja, ein Ding, Akupunktur, Akupressur. Was es alles anderen so gibt. Also hast du schon so viel medizinische Behandlungen erlebt, dass du fast schon Mediziner bist, zum Beispiel. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht mehr wissen. Und man denkt jetzt, dass irgendwie meine Ruhe, weil ich habe angeschlossen. So irgendwann hat man es satt dann, ne? Ja, nur noch über die Krankheit, dass das ganze Leben nur noch erfüllt wird durch eine Krankheit. Das ist dann natürlich nicht der Traum, den man sich so vorgestellt hat. Ja, stimmt. Ich meine, zurückdrehen die Uhr kann man natürlich nicht mehr, geht nicht, jetzt ist es nun mal, wie es ist. Aber die Verbesserung deiner Lebensqualität war das Ziel, was du erreichen wolltest. Absolut, ja. Durch die Behandlungen, glaube ich, bist du da auf einem guten Weg. Ja, ja. Ich würde dich bitten, vielleicht in einem Jahr nochmal mit uns Kontakt aufzunehmen. Das ist für mich immer wichtig, dass man auch mal so eine Spätfolge, weil wir haben da schon drüber gesprochen, ich darf das auch so sagen. Es gibt tolle Möglichkeiten, heute Krankheiten wegzumachen, aber dann sind zwar die weg, aber sie sind nicht die Ursache ist weg, sondern das Symptom ist weg und die Äußerung ist weg. Und da geht es immer darum, kommt das nochmal wieder, kommt das durch die Hintertür wieder, wie hat sich's entwickelt? Da würden wir gerne dann nochmal wissen. Das wäre schön, wenn ich dich nochmal fragen darf. Das darf mich selber auch interessieren. Dankeschön. Liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen. Leider ist unsere Sendezeit schon wieder zu Ende. Ich hoffe, wir konnten Ihnen viele wertvolle Informationen liefern, die bei rheumatischen Erkrankungen Ihnen helfen können. Ich sage vielen Dank, Ludwig, dass du mit, trotz deiner Action, mit ins Studio gekommen bist. Natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an die Sabine Lienek für ihre tollen Informationen. Wir werden diese Serie fortsetzen, liebe Zuschauer, und Ihnen noch weitere Informationen liefern zum Thema, wie wir gesund bleiben und nicht mehr krank werden. In diesem Sinne, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.